Ich bin Joscho und Film ist in meine Welt. Ja, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute wieder mit einem kleinen Einblick in ein Mediabook. Diesmal ist es nicht mehr verschweißt. Dieser Film kam bei mir an. Da war die Folie schon eingerissen. Von daher habe ich es gleich raus und der war in eine Schutzhülle rein. Ich habe mir das Mediabook noch nicht angeschaut. Ich habe mich sehr darauf gefreut, dass dieser Film im Mediabook erscheint, weil es einfach ein klasse Film ist und ein klasse Darsteller auf jeden Fall. Und es handelt sich auf jeden Fall um von Cape Light veröffentlichte Bloodsport Mediabook. Genau. Hammer Film, nicht mein Lieblingsfilm von Van Damme, aber auf jeden Fall, der ist mit vorne dran, auf jeden Fall. Richtig cool, gab es früher schon mal ein Mediabook von 84, das glaube ich auch nur noch zu Mondpreisen zu haben war. Und da jetzt cool, dass das im 4K jetzt erschienen ist. Und das holen wir jetzt mal raus. Ich habe den jetzt, muss ich ehrlich gestehen, auch schon länger nicht mehr gesehen. Muss ich echt mal wieder angucken. Und auch finde ich hier richtig cooles Motiv. Genau. Und ihr seht es auch hier. Cape Light arbeitet öfters wieder mit Spotlack. Und es gefällt mir sehr. Man sieht, wenn ich mit dem Licht spiele, was alles im Spotlack erscheint, ist die Schrift, die Zeichen, genau. Jo, dann gehen wir erstmal auf die Daten ein. Ja, was haben wir denn für den Ton? Don DDS HD Master Audio 5.1, jawohl, wunderbar. Mag immer DDS Don, wegen dem Bass intensiv, weil der Bass intensiv ist. Genau, also hier nochmal die Vorderansicht von Bloodsport. Dann haben wir hier den Spine. Genau. Der ist jetzt nicht in, oder ist der in, nee. Doch, der ist auch mit Spotlack über. Auch hinten drauf, muss ich jetzt zeigen, ist auch die Schrift in mit Spotlack. Genau. Ja, richtig cool gemacht. Gefällt mir schon mal. Jo. Innen drin sieht es dann hier vorne schon mal so aus. Links. Das ist auch immer etwas, was mir sehr gefällt. Das ist zwar hier nicht gerade gut gelungen oder gutes Beispiel, aber wenn das nicht, wenn das hier so ging, so hier rüber geht das Bild, dass es nicht von hier nach hier geht, sondern von hier nach hier und von hier nach hier. Das gefällt mir immer besser. Und ja, das ist ein blödes Beispiel, weil es da sehr dunkel ist auf der Seite. Jo. Genau, dann, ja, auch hier ist es auch kein gutes Beispiel, weil auf dieser Seite sich auch nichts weiter befindet, ne? Genau. Jo. Jetzt hier nur ein paar Seiten als kleiner Einblick. Genau. So sieht es dann in der Mitte aus. Genau. Das ist alles sehr simpel gehalten. Man weiß aber dann nicht, wie viele Bilder zu dem Film erhältlich sind. Aber sehr einfach gehalten. Genau. Jo. Trotzdem cooler Film. Endlich in der Sammlung in einer schicken Edition. Sehr simpel gehalten innen, aber trotzdem schicken Edition. Gefällt mir richtig gut. Da muss man echt Cape Light immer wieder lohnen, dass die immer wieder Klassiker rausbringen im Mediabook. Zwischendurch immer mal bei Geheimtipps und dann zwischendurch wieder ein paar Kultfilme und
Das finde ich immer klasse. Und ja, schreibt mir in die Kommentare, wie ihr den Film findet und wie ihr die Edition findet. Und dann sehen wir uns hoffentlich das nächste Mal wieder. Und dann mache ich schon mal, macht's gut, haut rein, servus.